Das speichern wir natürlich schön, weil das, wenn ich das richtig verstanden habe, soll das eine sehr, sehr mächtige Rüstung sein. So, und das werden wir hier erstmal weiter speichern. Und, nee, ich mache noch keine Hast. Wir schauen jetzt erstmal, was hier uns erwartet. Das hier ist noch ein Aufgang. Das sieht also aus, als wäre hier ein bisschen was los. Das ist nur ein einfaches, einfache Grabgruftstrecken. Da werde ich jetzt keine Zauber mehr verwenden. So, wir haben hier also wieder noch einen Zugang. Mensch. Ich sollte auch, wenn der Timer abgelaufen ist, wieder neu starten, wenn ich schon timen will. So, na gut. Es geht ja um die grobe Richtung. Da ist ein Gegner. Komm her. Wir lassen dich ankommen. Ich möchte jetzt nicht auf irgendwelche Jungfrauen wieder treffen, die unsere Gruppe wegnehmen. So, stopp. Hier geblieben. Quick Save. Wir haben hier noch ein bisschen was zu erledigen. So, gehen wir eben hier. Geht mal so hin. So, immer schön langsam Schritt für Schritt. Das hier ist eine große Fläche. Ich glaube, da passiert was. Deswegen werde ich jetzt erstmal trotzdem. Ich werde jetzt Hast anrufen und er war zu weit weg. Ah, na super. Ja, gut. Dann nicht. Untote. Und die Bohrkäfer. So. Einen einzigen wegen dem Beschwörungslimit. Okay. Dann spare ich mir das demnächst. Ja, verstanden. Hier passiert doch bestimmt jetzt gleich was. Ja. Ach, da oben geht es weiter Richtung Mittel. Gleich. Ja, und Ertrunkene. Und da oben ist so eine. Ha. Da ist eine. Wie ich es wusste. Wie ich es mir gedacht habe. So. Alle erstmal auf die. Die da drauf. Alles, was zaubern und schießen kann, macht sie weg. So. Die ist nämlich fast tot. Ja, Bockkäfer ist tot. Du schießt jetzt auf den. Du machst nochmal ein magisches Geschoss auf die. Du darfst nochmal einen Sonnenstrahl auf den. Und du darfst Zaubersteine auf den, weil die sind nämlich gut dagegen Untote. Wir haben die weinende Jungfrau erledigt. So, ihr nehmt die an. Du gehst ein Stück zurück, schießt auf den. Auch du gehst ein Stück zurück und machst hier da den Säurepfeil überall hin. Und du greifst nochmal mit Zaubersteiner an. Und du darfst auch nochmal Sonnenstrahl machen. Oh, 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 ich habe gar nicht gesehen, dass du fast tot bist. Weg, 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 weg. Nimm Heiltrank. Meine Fresse. Dahin. Nein, attackiert den nicht. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Ja, du auch rauf da. Beziehungsweise nicht rauf, hier. Komplett Heilung. Und du greifst damit an. Ja, du musst auch bitte einen Heiltrank. Oh, das ist raus, 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 raus. Und da sind die weg. Gut, eine Auferstehung haben wir, glaube ich, ne? Immer auferstehen lassen kann ich. Du heilst den bitte weg. Du machst jetzt Attacke hier. Oh, ist leicht verletzt. Flammenpfeil, die Schwert, die Atom und Toten, das sind die wirklich gefährlichen gerade.
Ah, Frühstück-Tick. Kommt er nicht? Kommt er der? Ich warte auf deine Anweisung. So, bei dem hatten wir das Problem, dass wir den nicht wiederbeleben konnten. Ne, gut. Wir laden. Das ist zu viel. Da ist zu viel los da unten. Das muss ich ein bisschen besser abtimen. Muss ich ein bisschen mehr. So, erstmal Hass, damit auch wirklich alle betroffen sind. Dann gehen wir runter. Positionieren uns richtig und oh. Oh. Die blöde Sau. Nein, stopp. Weg, 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 weg. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Das ist nicht gut. Da sind viel zu viele. Das ist nein, das war falsch. Jemand muss sich um mich kümmern. Da sind wir. Da sind da schon so viele. Oh Mann, 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 Mann. Habe ich ja gerade eben Glück gehabt, dass ich da nicht reingerannt bin. Also, dann machen wir das anders. Dann, was du jetzt hast, damit alle davon betroffen sind. So. Wir positionieren uns hier oben auf dem Treppensatz. Hier werden jetzt die Bohrkäfer beschwört. Dann machen wir erstmal die Seite fertig. So. Du machst die Untoten. Beziehungsweise wir rufen die ein bisschen hier rüber. Weil dann kannst du nämlich. Was haben wir denn hier? Noch Flächenzauber. Stinkende Wolke bringt hier nichts. Das sind Untote. Was hast du denn noch so an Flächenzauber? Das ist so der einzige wirklich, der noch was bringt. Dann arbeiten wir so. Dann locken wir die halt an. Jetzt. So. Da ist er zu sehen. Zack. Attacke, meine Freunde. Und wir attackieren die weinende Jungfrau. Weil die ist gerade für mich so das Schlimmste. Unsere kriegen zwar jetzt auch Schaden, die halten die Viecher aber innerhalb der spitzen Steine, wodurch die halt schön Schaden kriegen. Was uns natürlich weiterhilft. Und die weinende Jungfrau ist nämlich auch schon so gut wie hinüber. So. Jetzt beinahe eine Jungfrau tot. Ja, die hat es hinter sich. So, die werden alle erledigt. Die haben nicht wirklich viel Schaden jetzt gekriegt, aber immerhin etwas. Ja, jetzt können wir die beiden aber ganz in Ruhe entfernen. So, Sonnenstrahl, Zaubersteine, magisches Geschoss. So, weg. Ich werde immer schwächer. Ich höre. In Ordnung. So, die kommen auch weg. Oh, wieso greift die Magier denn so an? Was soll das? Was sollte denn das? Mach die tot. Was sollte denn der Mist? Ja, wahrscheinlich wieder keine Wurfpfeile. Oh, Auferstehung. So. Nimm dir deine Sachen. Ja, das wird wieder dauern. So, Zauberstab, was ist das? Mamas Tee. Nee, Gegengift ist erstmal wichtiger. Heiltrank. So. So. Deine ganzen Sachen hier. Das Zauberring. Ein zusätzlicher Zauber. Zusätzliche Zauber. Ja. So, das war zu identifizieren. Was war das?
Ein Schildzauber. Okay, und du warst... Verdoppelt die Anzahl der Sprüche. Ja. Ja, wir müssen rasten. Ich weiß, das werden wir auch. Ich bin wirklich müde. So, damit haben wir die Sachen wieder geholt. Wir machen mal eben so. Machen Quick Save wieder mal. Und dann gucken wir, ob wir gerastet kriegen. Oh, es hat funktioniert. Sehr schön. Erstmal zum Heilen. Jetzt machen wir noch die Magierzauber. Hier habe ich mich gerade vergessen. Magisches Geschoss, magisches Geschoss. Also das ist voll mit magischem Geschoss. Die ist meiner Meinung nach der beste Zauber ist nach wie vor. Die stinkende Wolke lasse ich gleich mal raus. Verschwimmen auf jeden Fall wieder. Spiegelbilder. Und den Rest mache ich mit Säurepfeile. Ja, ich bleibe bei. So, die wollten wir einmal noch. Stinkende Wolke. Das hier auch schon. Ja, das ist stinkende Wolke. Das hier ist Todeswolke. Hilft aber gegen die Untoten auch nicht. Also daher Untote beschwören und Tote beschwören. So, damit ist das. Wir speichern wieder eben einmal schnell. Und wir ruhen und wir speichern. Und ich bin froh, dass das alles so wunderbar geklappt hat. Jetzt wollen wir mal vorsichtig in die Ecke gehen. Und jetzt will ich mal hoffen, dass da nichts großartig mehr ist. Nein, das hätte ja noch nicht wirklich. Hier kann ja noch was sein, aber... Nein, gut. Dann sind wir hier jetzt erstmal in der Ecke fertig. Dann haben wir da vorne gleich noch eben ein paar Untote sitzen. Auf die wir noch eben aufpassen müssen. Und dann nähern wir uns so langsam unserem Ziel. So, speichern. Und jetzt werden wir wieder, da ich ja weiß, was auf mich erwartet, werden wir uns wieder mit Hast eindecken. Wir werden wieder ein paar Burgkäfer beschwören. Und natürlich ein paar Untote. So. Da haben wir das Beschwörungslimit erreicht. Und da wir jetzt einen Feind nur gesehen haben, ist das sehr schön. Jetzt können wir uns in Ruhe auf die konzentrieren da. Du darfst nochmal eben wieder deine Steine wirken. Jetzt wo die da festgehalten werden ein bisschen. Sehr schön. Du machst mal bitte Flammenpfeil. Du kannst nochmal eben schnell einen Flammenschlag machen, solange die da noch sind. Und du darfst niederstrecken. Ja. Jetzt, ja, komm, ständig Pause, weil unsere Viecher sterben. So, einmal da. Nein, da angreifen. Da angreifen. Du darfst Untote vertreiben, um uns ein bisschen Luft zu verschaffen. Du darfst weiter angreifen und zwar mir Tiere beschwören. Du machst noch weiter Zauber und zwar auf die wandernde Jungfrau. Ihr bleibt bei dem jetzt. So, und ach, da kommen die nächsten Tiere. Sehr schön, dann ein Sonnenstrahl. Du musst weiter Untote beschwören. Du greifst bitte auch an. Untote beschwören. Achso, die sind können nichts mehr. Aber die waren eine Jungfrau im Weg. So, auf ihn bitte. Ja, die Bären bleiben jetzt. So, jetzt kommen wir hier aber zurück, denn unsere... Wo bist du? Du bist da. Ach, unsere Magierin ist auch wieder verfügbar. Das heißt, sie kriegt jetzt... Hast du den Auftrag, jetzt die wandernde Jungfrau auszuschalten. Das ist jetzt unsere einzige Chance, die wandernde Jungfrau zu eliminieren. Zack, da war sie weg. Damit ist der gefährlichste Gegner dieser Gruppe erledigt. Und die Skelette hier sind auch frei zum Abschuss, jetzt wo sie sich da so in die Gruft schrecken, wo die so festhängen.
So. Weil sie ja vertrieben worden sind. Und damit Furcht vor uns besitzen. So, da sind noch zwei, die auch noch mit Furcht vollgestopft sind. Die werden wir dann auch mal eben mit der Magierin behaken. Solange wir das noch können. Einmal ein Flammenpfeil, bitte. Sehr schön. Und ein Säurepfeil. Jetzt können wir eigentlich auch mal die Hexerei hier ansetzen. Weil es rennt ja gerade keiner dazwischen. Das ist ja nicht verkehrt. So, das Ganze machen wir jetzt. Nein, das Ganze machen wir nochmal, weil wann kann ich die schon mal benutzen? Ohne dass die Gefahr laufe, dass meine ganzen Kameraden da durchlaufen. Na komm. Eine habe ich noch für dich. Du wirst das nicht überleben. Du wirst das nicht überleben, habe ich gesagt. Er hat's überlebt. Was für eine Frechheit. Dabei ist er doch fast tot gewesen. Sau. So. Wir haben es auf jeden Fall überstanden. Das ist das Wichtigste. Das werden wir auch eben schnell speichern, weil wir müssen nämlich rasten. Was auch geklappt hat. Das ist sehr schön. Ich mag irgendwie momentan die Rastfläche. Und hier sind wir auch schon wieder, haben wieder relativ weit vorangeschritten. Was die Erkundung dieses Ortes angeht. So wie das aussieht, hier sind noch welche Sachen. Aber ich befürchte, dass hier auch Fallen sein könnten. Nochmal will ich den Fehler nicht machen. Sieht aber einigermaßen, scheint sauber zu sein. Gut. Dann plündern wir. Ach, das ist nur ein einfaches Schwert. Ne? Erstklassiges Bastardschwert. Okay. Nee, erstklassig nehmen wir doch mit. Erstklassig gibt ein bisschen Geld. Wohlgemerkt ein bisschen. Ich höre. So, wir können dann auch nämlich bald wieder verkaufen gehen und so identifizieren. Oh, Feind gesichtet. Nochmal wieder einen Schritt zurück, bitte. Kann ich speichern? Ja, kann ich. Gut. Da sind also wieder Feinde. Dann machen wir wieder das gleiche Spiel wie immer. Einmal Hast. Wunderbar. Und einmal... nein, einmal die Bohrkäfer auf die Brücke. So, was ich bei dir auch nochmal ausprobieren wollte, waren, wo hab ich denn... Ach, egal. So, das waren die Bohrkäfer und da machen wir hier einen Flammschlag hin. So Feuer halt, ne? Das ist aber Untoten bestimmt sehr beliebt. So, die bekommt mal eben einen Flammenstrahl. Das hat die vorhin ja so toll gefunden. Dann gibt's da... Achso, warte mal, was macht das hier? Ich mache das einfach mal einen Blitzstrahl. Mal gucken, was dabei passiert. Ah ne, Quatsch, das war ja von mir aus gesehen, ne? Nicht so gut. Ich will ja, dass ihr den angreift. Du darfst auf den schießen, weil da kümmern sich jetzt die Jungfrau, kümmern sich die anderen drum, die Magieklassen. Bohrkäfer ist tot. So. Du darfst die attackieren. Weil eine Jungfrau ist hinüber. Ihr beiden blockiert jetzt die Brücke hier und du darfst mal eben hier die Steine machen, damit wir da mal ein bisschen Luft kriegen. So, was machen wir jetzt hier mit dir? Du machst Untote vertreiben, damit sie wegrennen. Und du machst da eine Säurekugel. Stopp!
ihr beiden wieder zurück. Wir müssen nur darauf achten, dass unsere Nahkämpfer nicht verrecken und nicht in die Steine da reinrennen, in die Spitzen. Weil sonst sieht alles gut aus. Du vertreibst weiter Untote, das ist sehr schön. Dadurch hält sie sie in diesem Flächenschadenbereich. Was uns natürlich zugute kommt. Und wir können das in Ruhe aussitzen. Wir können das dann ganz in Ruhe aussitzen. Das ist dann immer nicht schlecht.